Mein Name ist Katharina Petzold, ich bin 27 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder und komme aus dem schönen Heilbad Heiligenstadt im Eichsfeld, das ziemlich genau in der Mitte von Deutschland liegt. Seit dem 01.01. arbeite ich auf einer Projektstelle für die Caritas im Bistum Erfurt und dieses Projekt heißt Kirche ist Vielfalt. Es ist angegliedert an unser Begegnungszentrum in Heilbad Heiligenstadt, das Café Vielfalt, das sich als Ort für Offenheit und kulturellen Austausch versteht. Ich versuche in meinem Projekt, neue Räume zu eröffnen, wo Menschen sich über ihren Glauben und ihre Religion austauschen können, ohne von irgendwelchen Einschränkungen betroffen zu sein. Es ist immer ein offenes Angebot. Dazu habe ich in dem vergangenen halben Jahr schon viele Angebote entwickeln können, unter anderem Vorträge zum Judentum oder zum Alten Testament. Oder ich habe religiöse Feiertage gestaltet, wie zum Beispiel das muslimische Zuckerfest, was wir sehr groß und sehr schön gefeiert haben. Gerade der interreligiöse Dialog ist mir sehr wichtig, weshalb ich auch Leute verschiedenster Religionen einlade, sich miteinander auszutauschen. Denn oft gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Für das nächste halbe Jahr hoffe ich, dass das Angebot weiterhin wahrgenommen wird von den Menschen, dass sie das als Ort der offenen Gesprächskultur verstehen und dass wir etwas tiefer arbeiten können, was die eigene persönliche Glaubenserfahrung und auch Gotteserfahrung angeht.